So, und auch hier zeigen wir jetzt natürlich eine mögliche Figurenkombination. Wir tanzen den Grundschritt in der gedrehten Variante, anschließend, wie gerade erlernt, den Wischer, die Samba Walks und abschließend auch wieder einen Wischer. Von da aus können Sie wieder von vorne beginnen. Als gesteigerte Variante der Samba Walks folgt nun der Samba Sidewalk. Der Herr beginnt wieder aus der Promenadenposition und jeder zweite Walk wird dann seitwärts gesetzt. Er beginnt mit dem Vorwärtsteil, wie gehabt, und der Seitwärtsteil wird mit dem linken Fuß zur Seite gesetzt und der rechte Fuß wird zum linken Fuß ein kleines Stückchen herangezogen. Auch die Dame beginnt mit ihrem Vorwärtsteil und anschließend folgt auch bei ihr der Side Samba Walk. Die Dame beginnt mit ihrem linken Fuß vorwärts, der rechte Fuß wird seitwärts gesetzt und anschließend zieht der linke Fuß ein kleines Stückchen zum rechten. Und jetzt nochmal paarweise demonstriert. Hier sehen Sie deutlich, dass sich beide Partner ein klein wenig voneinander entfernen. Und jetzt steigen wir ein in eine Figurenverbindung. Hier sehen Sie den Grundschritt in der gedrehten Variante und wieder die Wischeraktionen. Aus dem Samba Walk folgt ein Side Samba Walk und anschließend folgt auch hier wieder der Wischer. Und jetzt können Sie wieder von vorne beginnen. Den Side Samba Walk, den wir gerade eben erlernt haben, brauchen wir auch, um jetzt in die neue Figur zu kommen. Die neue Figur nennt sich jetzt Botafogo. Diese Botafogos werden abgeschlossen, wie hier gezeigt, mit einem Wischer. Der Herr öffnet mit seinem Side Samba Walk, weg von der Dame, löst die Haltung. Anschließend folgt seine Botafogo-Bewegung. Er geht dabei immer vorwärts, hat einen kleinen Seitwärtsschritt und belastet wieder an der Stelle. Und auch hier sehen Sie wieder am Schluss die charakteristischen Wischer. Die Botafogos setzen sich aus folgenden Schritten zusammen. Der Herr beginnt mit seinem linken Fuß vorwärts. Er hat ein Teilgewicht, einen kleinen Seitwärtsschritt mit dem rechten Fuß und anschließend belastet er wieder den linken Fuß voll am Platz. Ebenso erfolgt dies dann gegengleich auf der anderen Seite. Und hier sehen wir jetzt die Damenschritte für die Botafogos. Die Dame tanzt im Allgemeinen die Botafogos gegengleich zum Herrn. Jedoch kann sie in einzelnen Fällen auch mit dem Herrn in die gleiche Richtung tanzen. Die Dame beginnt auch wieder mit ihrem Samba Walk und dem Samba Sidewalk. Anschließend folgt die Botafogo jetzt mit dem rechten Fuß beginnend. Gegengleich tanzt sie dann auch mit dem linken Fuß ihre Botafogos. Und
abschließend wird das Ganze mit einer Wischeraktion beendet. Und jetzt das Ganze nochmal als Paar. Hier haben wir den Samba Sidewalk gesehen und schon sind wir in den Botafogos. Hier demonstrieren wir 4 Stück und anschließend die Wischeraktionen. Und jetzt das Ganze in einer Figurenverbindung. Wieder gestartet mit dem gedrehten Grundschritt, anschließend der Wischeraktion aufgedreht, den Samba Walks und Samba Sidewalks und dann ab in die Botafogos. Am Ende tanzen wir hier wieder eine Wischeraktion und jetzt können Sie wieder von vorne beginnen. Und nun kommen wir schon zu einer der schwereren Figuren, den Volta-Aktionen. Im Zusammenhang von diesen 2 Voltas, wie gezeigt, nennt man diese Figur Criss-Cross. Der Herr beginnt mit seinem linken Fuß einen kleinen Vorwärtsüberkreuzschritt und anschließend folgt der Seitwärtsschritt mit dem rechten Fuß. Diese Figur kann dann auch wieder gegengleich getanzt werden. Er beginnt mit dem kleinen Vorwärts-Einkreuzen und anschließend folgt der kleine Seitwärtsschritt. Jetzt sehen Sie das Ganze auch in der anderen Richtung getanzt. Ebenso bei der Dame. Sie tanzt das Ganze gegengleich zum Herrn. Ihr Rhythmus dabei ist slow as slow. Slow as slow as slow as slow. Und anschließend das gleiche auch wieder in die andere Richtung getanzt. Wenn wir das Ganze jetzt als Paar tanzen, sehen Sie auch, dass zwischen den beiden Teilen ein Botafogo getanzt wird. Anschließend folgt die Volta-Aktion in die andere Richtung. Und jetzt haben Sie schon eine richtig lange Folge in der Samba erlernt. Begonnen mit dem Grundschritt, anschließend der Wischer, den Samba Walks mit den Samba Sidewalks verbunden und dann die Botafogos, hier 4 Stück demonstriert. Und jetzt geht es in die Voltas oder auch Criss-Cross, wie in diesem Falle. Anschließend folgt wieder die Wischeraktion und jetzt von vorne. Und jetzt können wir noch eine alternative Endung daran hängen, nämlich eine sogenannte Solo-Spot-Volta, entweder alleine oder auch für beide Partner getanzt. Der Herr würde dabei seine Wischeraktion tanzen, wie vorher auch schon demonstriert, und eine Drehung für die Dame führen. Er kann alternativ auch eine Drehung für sich alleine tanzen. In dieser Drehung würde der Herr einen Wischer ersetzen und würde dann seine Drehung nach links machen. Und hier nochmal die Damenschritte demonstriert. Auch sie ersetzt einen Wischer durch diese Solo-Spot-Volta. Einmal mit Führung des Herrn und einmal gänzlich ohne Führung. Die Dame beginnt mit dem Wischer nach rechts und nach links und anschließend folgt die Solo-Spot-Volta. Dabei bleibt der rechte Fuß immer an der Stelle. Die Wischer, dann die Drehung für die Dame, anschließend ein Wischer und jetzt die Drehung für beide. Und nun das Ganze in Zusammenhang von Anfang bis zum Ende. Wieder der gedrehte Grundschritt, anschließend die Wischer, die Samba Walks und Sidewalks, dann die Botafogos und anschließend das Criss-Cross.
Das Ende ist wieder der Wischer und die Solo-Spot-Volta für die Dame oder für beide Partner. Herzlich willkommen auch jetzt zu den lateinamerikanischen Tänzen. Wir demonstrieren hier für Sie die Tanzhaltung im Jive. Der Herr fasst mit seiner linken Hand die rechte Hand der Dame und seine rechte Hand liegt auf ihrem Schulterblatt. Die Dame hat ihre linke Hand auf seiner rechten Schulter. Fast alle Figuren, die wir Ihnen jetzt im Jive zeigen, sind Figuren, die einzeln getanzt werden können. Das heißt, wir geben Ihnen mögliche Figurenkombinationen vor, Sie können sie aber jederzeit natürlich auch anders zusammenhängen. Und nun kommen wir schon zur ersten Figur im Jive, dem Grundschritt. Ganz besonders ist hier im Jive, dass beide Partner jeweils rückwärts sich voneinander wegbewegen mit dem ersten Schritt. Anschließend erfolgt ein Chassé nach links und nach rechts getanzt. Der Herr geht mit seinem linken Fuß rückwärts an der Stelle und dann sein Side, Schluss Side nach links und nach rechts getanzt. Rückwärts an der Stelle und dann Side, Schluss Side nach links und nach rechts getanzt. Die Dame beginnt mit ihrem rechten Fuß rückwärts und anschließend erfolgt auch hier ihr Chassé nach rechts und nach links. Sie tanzt ihr Rück am Platz belasten, Side, Schluss, Side und Side, Schluss, Side. Rück am Platz, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt auch hier als Paar in Originaltempo. Jive ist einer von den schnelleren Tänzen, wie Sie sehen. Und schon folgt die erste Figur im Jive, der Platzwechsel von rechts nach links.